für deine tolle Musik. Wir haben so tolle Menschen, die in Mahnwachen, was alles so passiert, was wir nicht alles bewegen können. Und wer, der das Ganze hier zum 3.10. überhaupt verbrochen hat, wenn ich das so sagen darf. Wir saßen mal, wir haben Arbeitsgruppen in unserer Mahnwache und wir haben auch eine für Presse, PR und solche Sachen, Marketing für die Mahnwache. Und ja, bei dem schönen Wetter machen wir das draußen im Garten und wir saßen draußen im Garten mit unserer Arbeitsgruppe und einer von uns kam an und sagte, ich habe eine geile Idee. Am 3.10. alle auf die Straße gegen die Medien. Medien, ran auf die Medien. Und das war unser Fabian, der ist auch heute hier. Sag mal, riesen Applaus für unseren Fabian, wenn man sieht, was daraus sich dann entwickelt hat. Er hat im Garten gesagt, dann hat er bei uns auf der Mahnwache gesprochen, wir haben das Video eingestellt. Dann ist er nach Berlin gefahren, hat dort eine sagenhafte Rede gehalten. Die ist also, ich weiß nicht, die gibt es glaube ich jetzt schon über 17.000 Mal, ist sie angeklickt worden. Und wenn man sie jetzt sieht, in welchen Städten heute was los ist. Und das kann jeder von euch, das kann jeder von uns. Wir müssen es nur tun. Kommt mit euren Ideen raus und scheut euch nicht. Und auch wenn sie sehr visionär ist, tut es einfach. Und noch eine andere Idee ist geboren, wo die Menschen haben auf den Mahnwachen dafür eingestanden, haben dafür gesammelt und im Hintergrund ganz, ganz viele Menschen, die geholfen haben und zwar für Mahnwachen helfen. Und der die Idee hatte, das kam hier aus Hannover und das war der Bono Kaiser. Und den möchte ich gerne mal das Mikro geben. Bono, bitteschön. Dankeschön, hallo Hannover nochmal. Bevor ich zu dem Hilfsprojekt gleich komme, muss ich noch mal ein paar Gedanken loswerden zum heutigen Tag. Als hier vorhin unsere Volksvertreter anrauschten in gepanzerten Limousinen, da habe ich so gedacht, er ist ja irgendwas faul, oder? Ich meine, wer in einer gepanzerten Limousine vorfährt, der muss ja zumindest mal so ein bisschen Bedenken haben, dass eventuell da doch was passieren könnte. Und ich glaube, die haben sich ein bisschen was abgeguckt von den amerikanischen Präsidenten, weil bei dem Wetter heute habe ich so gedacht, die hätten doch hier perfekt mit dem Cabrio vorfahren können, oder? Also hätten wir Hallo sagen können, winken können, aber das haben ja auch schon amerikanische Präsidenten erkannt, dass das nicht unbedingt so eine gute Idee ist, mit dem Cabrio zu fahren. Ich habe heute oft schon mal den Begriff gehört, die da oben. Also mit die da oben sind ja auch wahrscheinlich die gemeint, die da heute vorgefahren sind. Und da kann ich auch mal sagen, also ich für meinen Geschmack kann sagen, oder vom Verständnis her, wieso sind denn die da oben? Für mich sind wir, seid ihr hier alle, da oben, weil ihr seid Teil von über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und legt das mal gegen Politiker ab. Also wir können was bewegen mit dem, was wir hier tun. Und was mir gerade auch noch eingefallen war, als ich hier saß und das so beobachtete, da habe ich gedacht, es ist doch echt fantastisch. Wir machen heute eine Mahnwache, die dauert exakt doppelt so lange wie die Mahnwachen am Montag. Ihr habt 6 Stunden hier gesessen. Das ist ein toller Applaus für euch selber wert. Gebt euch mal einen Applaus. Toll. Und kommt zurück zu dem mit den 80 Millionen und dem eigentlichen Anlass des heutigen Tages. Als 1989 so langsam anfing, damals in der DDR, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, da habe ich gebannt vom Fernseher gehangen, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie geil ist das denn, was da gerade passiert? Die Menschen gehen auf die Straße. Erst ganz, ganz wenige. Und das ist eigentlich analog zu sehen zu den Mahnwachen auch hier. Ganz wenige. Und es wurden immer mehr. Und irgendwann so viele, dass sie nicht mehr ignoriert werden konnten, weil die Straßen waren schwarz und voller Menschen. Und sie waren alle in einer Absicht dort, für den Frieden auf der Straße. Und irgendwann konnte das System das nicht mehr ignorieren. Und irgendwann war dann das System selber weg. Und eine besonders bizarre Szene ist mir hängen geblieben, wird mir immer hängen bleiben in meinem Leben, als durch diesen friedlichen Weg der Bürgerinnen und Bürger der DDR sie es geschafft hatten, die alte Regierung zu kippen, ging dann nochmal der Staatschef Erich Mielke ans Mikrofon vom Parlament und sagte den berühmten Satz, ich liebe doch alle Menschen. Ja, ist geil einfach, ist geil.
Ich wünsche mir diesen Satz irgendwann mal von Achim Gaum und Angela Merkel zu hören. Denn die kommen ja daher, also von daher passt das doch wunderbar. Aber ihnen würde auch keiner mehr glauben. Ich bin bei den Mahnwachen schon seit längerer Zeit in Hannover hier und finde das eine riesengroßartige Bewegung. Und nach den ersten 3-4 Malen so habe ich so gedacht, okay, jetzt habe ich mir ganz viele Reden angehört und jetzt finde ich toll, wenn auch mal irgendwas passiert. Es gibt hier jemanden, der möchte gerne Autoreifen anzünden. Hast du dich dabei? Nicht? Gut. Wollte Autoreifen anzünden und hat gesagt, das stinkt, so ist doof. Und ich habe so gedacht, es müsste doch irgendwas geben, wo man, wo wir direkt als Bürgerinnen und Bürger sagen können, wir greifen mal direkt ins Geschehen ein. Hinweg über alle Grenzen, hinweg über alle gesellschaftlichen Schichten, tun wir einfach mal was Praktisches und helfen denen, die in diesen Konflikten am betroffensten sind, denn das sind die Kinder. Kinder, die in der Ukraine ihren Wohnort, ihren Freundeskreis verlassen müssen, ihre Schule verlassen müssen und irgendwo anders unterkommen und völlig traumatisiert und verstört sind. Und Kinder lernen ihre Welt begreifen und spielen. Und ich selber habe so gesagt, die Leute haben so viel massenhaft an Spielzeug zu Hause herumstehen von Kindern, von Freunden, von eigenen und so weiter. Da können wir doch mal gut was irgendwie in die Ukraine bringen. Und habt ihr diese Idee auf den Mahnwachen vorgestellt und aufgrund Zeitmangels eigener Projekte das Ganze dann in die Hände von Björn gegeben, der dafür auf jeden Fall einen riesengroßen Applaus für euch kriegen muss. Muss. Das ist unfassbar, was der Björn da aus dem Boden gestampft hat mit eurer Hilfe. Ist mittlerweile bundesweit und die Idee ist so einfach wie genial, weil Mahnwachen gibt es Gott sei Dank überall und immer mehr. Und es ist nichts einfacher, als da hinzugehen und zu sagen, ja klar, die Leute können in Berlin, in München, in Frankfurt, wo auch immer, das Spielzeug hinbringen und es irgendwo dann zentral an einen Ort gebracht und mit einem Container in die Ukraine gebracht, damit die Kinder wieder lernen, wenigstens ein bisschen Spaß am Leben zu kriegen. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal einen Bericht davon sehen werde oder auch was höre dann davon, würden mir so doch mal die ein oder andere Träne runterfließen vor Begeisterung aber, dass wir was umgesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen keine Politiker, wir brauchen die nicht. Wir machen das selber, wir nehmen es selbst in die Hand, so wie wir die Montage selbst in die Hand nehmen und unser Leben auch in die Hand nehmen. Und deswegen möchte ich Ihnen hören. Jetzt möchte ich den Björn gleich bitten, nochmal was dazu sagen, zum aktuellsten Stand. Aber eine Sache nochmal in eigener Werbung quasi. Am nächsten Samstag, den 11. Oktober 2014, findet hier in Hannover der March Against Monsanto statt. Und den richte ich unter anderem, also ich richte den aus. Ja. Dankeschön. Und von wo auch immer ihr kommt, Leute. Kommt dazu, wir treffen uns, es gibt eine kleine Änderung, nicht wie geplant am Steintor, wir treffen uns am Opernplatz, was ich aber auch viel geiler finde, weil da können wir so richtig schön denen mal einen vorsingen, was wir denn so denken über Firmen wie Monsanto, über unsere Regierung, die sowas zulässt durch Enthaltungen in Brüssel, ja, ist ja immer der bequemste Weg, sich zu enthalten, Feiglinge. Okay, also kommt da alle hin und jetzt kommt der Björn ans Mikro. Danke euch.